Ford und die USA, das gehört zusammen. Darum sind wir Europäer auch immer ganz hin und weg, wenn es die amerikanischen Fords über den großen Teich schaffen. Der Mustang zum Beispiel oder eben der Explorer. Und er könnte klischeehafter nicht sein. Er ist groß, er ist schwer, er ist stark und er legt eigentlich überall dieses berühmte Erzerl obendrauf. Ganz nach dem Motto, viel hilft viel. Und wie sich so ein Koloss auf europäischen Straßen und abseits davon fährt, das schauen wir uns jetzt an. So viel steht fest. Für den Ford Explorer braucht man nicht nur eine große Parkmöglichkeit, sondern auch die Extraportion Selbstbewusstsein. Er versucht erst gar nicht, seine gewaltigen Abmessungen mit Designtricks zu kaschieren. Der Kofferraum hält, was der erste Eindruck verspricht. Legt man Sitzreihe 2 und 3 um, fasst der Ford Explorer 2140 Liter. Als Fünfsitzer sind es 1137 Liter. Und selbst mit 7 Sitzplätzen passen noch 330 Liter in den großen Ford. Stauraum gibt's beim Explorer auch im Cockpit. Insgesamt 123 Liter, sagt Ford, passen in Becherhaltern und Ablagefächer. Gut, das messen wir jetzt nicht nach, ist aber glaubhaft. Es ist einfach wie das ganze Auto, viel. Ebenfalls üppig geht's bei der Ausstattung zu. Den Explorer gibt's nur mit Vollausstattung. Vom belüfteten Ledersitzen über eine Bang & Olufsen Musikanlage bis zum induktiven Handyladen ist eigentlich alles an Bord, was das gehobene Autofahrerherz begehrt. Das Infotainment-System am Hochkant-Touchscreen lässt sich, wie auch die restlichen Sekundärfunktionen, logisch bedienen. Die roten Ziernähte lassen sportlichen Flair aufkommen, der vom Motor unterstrichen wird, obwohl dieser recht untypisch ist. So ein Ami hat ja eigentlich einen V8. Eigentlich, der Explorer hat in der einzigen in Europa verfügbaren Motorisierung trotzdem nur, unter Anführungszeichen, einen Sechszylinder, einen 3 Liter V6, um genau zu sein. Das macht aber gar nichts, denn die fehlenden Zweizylinder, die werden von einem E-Motor kompensiert. Der Verbrenner leistet 363 PS, die E-Maschine legt nochmal 102 PS oben drauf. Das macht summa summarum eine Systemleistung von 457 PS und ein Drehmoment von unfassbaren 825 Newtonmetern. Damit stürmt der knapp 2,5 Tonnen schwere Ford in glatten 6 Sekunden auf Landstraßentempo. Dank der Kraft der zwei Herzen wird man auch vom Umweltapostel nicht getadelt. Zumindest wenn die Fahrtstrecke maximal 40 Kilometer weit ist. Denn so lange kann der Explorer mit seiner 13,6 Kilowattstunden großen Batterie rein elektrisch fahren. Danach springt der sonor klingende Benziner wieder an. Es steht zwar ST-Line drauf, wir haben Sportsitze, der Motor schiebt auch unfassbar an, aber ganz klar, der Explorer ist kein Sportwagen. Das Angenehme an der ganzen Geschichte, er gibt doch nicht vor, einer zu sein. Er ist wirklich komfortabel, bügelt jegliche Fahrbahnunebenheit aus, aber, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, wir haben da jetzt kein typisch amerikanisches Schaukelschiff. Das fährt sich wirklich anständig. Dank seines intelligenten Allradantriebs fühlt sich der Explorer auch abseits des Highways pudelwohl. Das stets anliegende Drehmoment des E-Motors lässt sich auch auf rutschigem Untergrund und steilen Passagen gut dosieren. Bergab geht es dank der Fahrassistenzsysteme ebenfalls kontrolliert und die verschiedensten Fahrmodi sorgen für ein sicheres Fahrverhalten auf jedem Untergrund. Ja, es ist schon ein Erlebnis, wenn man der Steuermann für so ein Schiff ist, das über 5 Meter lang und knappe 2,30 Meter breit ist. Aber es macht Spaß. Und wenn man den Platz braucht, beispielsweise wenn man eine Großfamilie hat oder auch ganz gerne den Flair des Landes der unbegrenzten Möglichkeiten fühlt, dann sollte man sich den Ford Explorer Plug-in Hybrid genauer anschauen. Zumal er mit diesem Preis, dieser Ausstattung, dieser Leistung und dieser Größe allein auf weiter Flur steht.